Ja, hallo und herzlich willkommen zu dieser Lektion. Jetzt muss ich mir erstmal hier mein Mikro noch anstecken. So. Ja, herzlich willkommen zu dieser Lektion. In dieser Lektion, wird eine ultra wichtige Lektion. Also bitte aufpassen, alles andere weglegen, Handy ausmachen, Stift und Papier, Notizen machen, nochmal zurückspulen, wieder anschauen und so weiter. Vorsicht! Dieser Fehler in der Chronologie der Neukundengewinnung oder Kundengewinnung im Verkaufsprozess. Ja? Und der Prozess ist ja letztendlich nichts anderes als ein Funnel. Ja? Und damit meine ich jetzt egal in welcher Form. Ja? Online, offline, Kombination, reine Telefonakquise, reine Kaltakquise, whatever you name it. Völlig wurscht in dem Umfeld. Hier geht es einzig und allein um die Chronologie des Prozesses, ja, des Funnels. Ja. Und man mag es kaum glauben, aber ich sehe hier immer wieder Fehler, auch von Sales-Direktoren und Sales-Managern und so weiter, die ihren Job schon seit teilweise Jahrzehnten machen. Und deswegen finde ich das ein sehr, sehr wichtiges Video hier, um es mal auf den Punkt zu bringen, ja, warum ich das so wichtig finde. Ja, du wirst es dann am Ende des Videos auch verstanden haben, warum ich das so wichtig finde. Und legen wir einfach mal los. Also, die Chronologie der Neukundengewinnung startet immer, logischerweise, mit dem Erstgespräch. Also wir lassen jetzt mal das Ganze recherchieren und Kundenauswahl und Wunschkundenliste erstellen und warum wir welche Firma genau anrufen und so weiter, das lassen wir alles weg. Das haben wir bereits gemacht. Die Arbeit ist erledigt. Das heißt, wir gehen jetzt ans operative Akquirieren. Ja? Erstgespräch. Wir kommen durch. Wir sind beim Entscheider. Erstkontakt. Der sogenannte Cold Call. Okay? Das ist der erste Punkt. Ganz, ganz wichtig. Erster Punkt in der Chronologie. Dann, wenn wir das haben und dieses Erstgespräch kann unterschiedlich ausfallen. Bei sehr hochkarätigen Entscheidern, das muss ich auch gleich dazu sagen, kann dieses Erstgespräch manchmal nur ein paar Sekunden dauern. Ja, manchmal nur eine Minute. Manchmal dauert es nur ein paar Sekunden und dann vereinbarst du mit dem Entscheider einen besseren Zeitpunkt, weil du ihn ja gerade störst. Es ist nun mal Unterbrechungsmarketing, Cold Calling. Und dann sagst du, okay, um 2 Uhr oder morgen um 9, ja, und dann rufst du ihn nochmal an. Und das wäre dann immer noch das Erstgespräch, ne, weil du hast ja quasi nur ein paar Sekunden mit ihm gesprochen. Und es findet in der Regel telefonisch statt. Ja? Und wenn du hier erfolgreich warst, dann vereinbarst du mit ihm einen sogenannten DC Discovery Call. Und in diesem Discovery Call, hier, bereits hier im Erstgespräch, und das hängt wirklich vom Entscheidertypen ab, wie viel Zeit der sich nimmt, kannst du natürlich auch schon Bedarfsanalyse machen. Ja? Aber lange nicht so gründlich wie im Discovery Call. Für eine wirklich gründliche, und das ist hier der entscheidende Punkt, eine gründliche Bedarfsanalyse. Ja, eine richtig solide Bedarfsanalyse, wo du dann danach keine Fragen mehr offen haben solltest erstmal und der Kunde auch nicht oder der Neukunde, ist der Discovery Call vorgesehen. Und der findet in der Regel über Teams statt. Das hat den ganz großen Vorteil, dass man dort Dokumente sharen kann, man kann dort Präsentationen sharen, man kann dort Use Cases sharen, man kann dort sich sozusagen ins Gesicht schauen, ja, in die Augen schauen, also repräsentativ für den ja einst vor Ort Termin, ja, Besuchstermin, ist jetzt der Discovery Call per Teams. Viel, viel besser, weil viel, viel weniger umständlich, keine Reisekosten. Wir leben in einer super Zeit, ja, kann über Teams, über Zoom, über Sonstiges irgendwelche Helferlein. Das ist der zweite und wirklich entscheidende Step. Ja. In diesem Schritt geht es um die wirklich von A bis Z Bedarfsanalyse. Hier, wenn du hier Glück gehabt hast, dann kannst du hier auch schon Bedarfsanalyse machen und teilweise habe ich hier schon im Erstgespräch, ja, ja, zwei in der vier Seiten irgendwie eine Notiz in mir gemacht, ja, wie aktuell die Bedarfssituation aussieht und so weiter. Denn auf dieser Basis natürlich vereinbare ich ja immer erstmal den Discovery Call. In dieses erste Gespräch, dieser Cold Call, das ist der Akquisiteur.
Ja, das ist das, was wir auch häufig in der Speerspitze für unsere Kunden operativ übernehmen. Das ist der Akquisiteur. Hier im DC, ja, im Discovery Call, ist dann unter Umständen der Sales Manager mit dabei, ein Sales Consultant, ein Pre-Sales Consultant, je nachdem, um welches Thema es geht. Hier im Erstgespräch haben wir nur ganz grob, manchmal mehr, manchmal weniger, habe ich ja gerade erklärt, aber in der Regel nur ganz grob wissen wir, um welche Themen es geht, wo der Bedarf sein könnte, in welche Richtung es hingeht, sodass wir dann hier im DC, im Discovery Call, die richtigen Personen mit reinnehmen können. Okay, was ich aber häufig in der Praxis erlebe, dass hier im Discovery Call, hier im Erstgespräch bereits sehr viele Details aufgenommen werden und auf diese dann nicht gründlich eingegangen werden im Discovery Call. Das heißt, wenn wir hier gesagt haben, okay, wir machen Discovery Call auf der Basis von Problem XY, dann wird hier im Discovery Call nicht das Problem XY aufgenommen, sondern ABZ. Und dann fühlt sich der Entscheider eben hier im Discovery Call nicht unbedingt abgeholt. Und deswegen würde ich auch immer den Discovery Call starten mit einer Einleitung, mit einem einleitenden Satz, wie zum Beispiel: Herr Meier, Müller, lassen Sie uns doch den Ball am besten genau da aufnehmen, da wo wir ihn in unserem Erstgespräch vor einer Woche, zwei Wochen, teilweise drei Wochen haben liegen lassen. Ja? Dass wir hier einen nahtlosen Übergang haben in den Discovery Call und da können dann noch zusätzliche Bedarfssituationen, noch zusätzliche Probleme auftauchen, alles Mögliche. Dafür ist der Discovery Call da. Aber wenn ich hier schon im Erstgespräch bestimmte Probleme aufgenommen habe oder vielleicht sogar schon einen konkreten Bedarf, wo ich schon herausfinden konnte, okay, und wir machen den Job häufig sehr, sehr gut, dass wir bereits im Cold Call, muss man vorstellen, noch nie miteinander gesprochen, völlig fremd, der kennt uns nicht, wir kennen den nicht, ja, und verrät uns bereits im Erstgespräch, das ist eine Kunst für sich, was wir hier eigentlich machen bei Kleinmarketing, verrät uns bereits im Erstgespräch, naja, dieses und jenes Problem, da bräuchte man eigentlich eine Lösung für und schenkt uns bereits hier in diesem Erstgespräch, im Cold Call, das Vertrauen, uns die eine oder andere Problematik darzustellen oder mitzuteilen, ja, noch nicht gründlich, noch nicht im Detail, aber eben schon mal richtungsgebend für den Discovery Call. Okay? Das ist ganz, ganz wichtig, dass hier ein nahtloser Übergang zwischen Erstgespräch und Discovery Call stattfindet. Ja? Ansonsten geht es hier meistens nicht weiter und das ist ja nicht das, was wir wollen. Denn wir wollen ja hier zum Pitch Call. Und der Pitch Call ist dann der dritte Stand. Und der Discovery Call. Ja, also wenn andere sagen zum Beispiel, ich habe schon Sachen erlebt, dass wir, sagen wir hier, ein Erstgespräch gehabt haben, dann haben wir einen Discovery Call vereinbart und dann wurde hier ein Discovery Call vereinbart, irgendwie eine Einladung zu versenden für irgendein Live-Event. Okay, aber dafür ist ein Discovery Call ehrlich gesagt nicht gedacht. Ja, ein Discovery Call hat nur ein Ziel, hier oben haben wir es. In die Richtung haben wir für jede dieser drei Etappen oder mehrere Etappen, dann vielleicht noch weiter unten, haben wir ein einziges Ziel. Das einzigste Ziel, was wir im Erstgespräch haben, im Call Call, ist die Vereinbarung eines Discovery Calls, dass wir eine gründliche Bedarfsanalyse vollziehen können. Der einzigste Ziel im Discovery Call ist die Vereinbarung eines Pitch Calls, indem wir dann das, was wir über den Kunden gelernt haben, mit unserer Lösung matchen und ihm diese verkaufen. Okay? Und um nichts anderes geht es in diesen jeweiligen Calls. Und ich habe immer wieder Kunden und sehe auch immer wieder Gespräche und so weiter, wo dann hier ausgeschert wird, wo dann hier irgendwelche über Events, über sonstige Themen im Portfolio gesprochen wird, die überhaupt keine Relevanz haben an diesem Punkt. Und das insgesamt reduziert deine Conversion-Rate, deine Success-Rate. Das heißt, wie viele Gespräche, Erstgespräche, wie viele Discovery Calls, wie viele Pitch Calls habe ich und wie viele davon habe ich umgesetzt in bare Münze, in Umsatz? Ja? Weil ich auch immer wieder die Frage bekomme von einem Kunden und so, naja, wann, hier der Umsatz, wo bleibt denn der Umsatz? Der Umsatz, der Umsatz. Ja? Ganz klar, ja? Wenn ich hier natürlich dann nicht mich zu 100% genau auf das fokussiere, was ich im Vorgespräch jeweils eruiert habe und hier nicht zu 100%, was ich hier wiederum, ja? Dann fühlt sich der Kunde nicht abgeholt, ja? Und dann ist es auch sehr viel unwahrscheinlicher, dass eine Konvertierung stattfindet. Ja?
einen Abschluss sozusagen. Und wie es ja im B2B häufig so ist, ja, es ist ja eine ongoing story. Ja, also hier, wir sind jetzt hier beim Pitch Call gewesen, okay. Ihr seht schon, ich bin sehr emotional, weil das ist ein wirklich entscheidendes Grundverständnis, was du hier brauchst, um erfolgreich B2B-Kundenakquise zu machen. Hier im Pitch Call, ja, gibt es dann unterschiedliche Möglichkeiten, wie der aussehen kann. Hier können wir dann zum ersten Mal über Produkte sprechen. Das könnte ein Produktdemo sein, wenn wir hier rausgefunden haben, der interessiert sich für ein ganz bestimmtes Produkt. Hier und hier reden wir noch erstmal gar nicht über Produkte, ja. Also nicht intentionally, ja? Also nicht wirklich mit großer Intention. Hier geht es einzig und allein um das Problem des Kunden, den aktuellen Status quo. Hat er Probleme? Wenn ja, wo? Und können wir diese lösen mit dem, was wir anbieten? Punkt. Nichts anderes. Ja? Und hier im Pitch Call, jetzt geht es um unsere Lösung. Jetzt geht es darum, eine Produktdemo vorzustellen. Es könnte sein, dass der Pitch Call ein bezahlter Workshop bereits ist, ja? Dass wir hier bereits als Resultat des Discovery Calls einen Workshop vereinbaren, der bereits bezahlt ist. Ja? 10.000, 12.000, 50.000 Euro, je nachdem. Es kann dann in Folge in weiteren Calls, da reicht jetzt hier auch die Tafel nicht mehr, in weiteren Calls ein POC, Proof of Concept, ja? Minimum Viable Product, ja? Dass man so einen sogenannten Test Run macht, ja? Und all diese Folgecalls sind dann bereits bezahlt. Das heißt, hier fließt dann bereits Umsatz in das Invest, welches du hier in die Neukundenakquise, in Erstgespräche rein investiert hast und in Discovery Calls. Diese zwei Phasen sind noch unbezahlt. Hier geht's los mit der Kohle. Ja? Und der Sinn und Zweck dieser Phasen ist immer, den Kunden möglichst hier das Level, das Engagement-Level, Schritt für Schritt zu steigern. Ja, uns als Experte zu positionieren, um Vertrauen zu generieren beim Kunden, sodass wir hier dann Schritt für Schritt immer mehr Umsatz machen. Ja, das ist ganz, ganz wichtig zu verstehen. Hier an der Stelle ist es dann häufig schon so, dass wir ein Non-Disclosure-Agreement unterschreiben müssen. Das ist dann schon wieder ein Commitment, auch von der Seite unseres Kunden. Das heißt, sobald der was unterschreiben muss und wir auch unterschreiben müssen, sind wir schon mal auch rein psychologisch, wenn man schon mal committed, ja, in den nächsten Schritt miteinander zu gehen und so weiter und so fort. Okay? Ganz, ganz wichtig, ich fasse mal ganz kurz zusammen, warum ich hier oben Fehler gemacht, auch gesagt habe, weil ich das immer wieder sehe. Auch von also wirklich langjährigen Sales-Leitern und Sales-Managern und so weiter und so weiter. Nur aus dem Grund mache ich dieses Video. Ja, ich mache dieses Video nicht hier aus der Theorie, sondern rein aus der Praxis, aus dem, was ich mehrmals gesehen habe, ja, in meiner Rolle als Experte und Agentur für Neukundengewinnung und nichts anderes geht es hier. Also nochmal Zusammenfassung. Es gibt einen ganz bestimmten Prozess, eine Chronologie, ja. Vom Erstkontakt, wenn ich Neukunden gewinnen möchte, ja, also ich habe Recherche und alles vorher gemacht. Der Erstkontakt kann unterschiedlich lange ausfallen. Ich versuche natürlich schon bereits auch im Erstkontakt möglichst viele Informationen zu sammeln, damit ich dann die Richtung möglichst präzise bestimmen kann, in die der Discovery Call geht. Na, wenn ich natürlich hier kein Match habe, also kein Common Ground, ja, nochmal Video zurückspulen, Thema Common Ground, Rapport bilden, ja, oder anderes Video angucken, sorry. Habe ich vorhin gerade erst aufgenommen, ja, dann geht es natürlich hier nicht weiter. Aber wenn natürlich hier die Bedingungen gesetzt sind, dann geht es hier weiter. Und dieser Call baut exakt auf diesem Call auf, ja, kommen natürlich wieder neue Impulse vielleicht dazu, neue Problemchen und so weiter, ist ja sozusagen auch nochmal ein ausführlicherer Call, der hier dauert meistens zwischen 3 Minuten und 15 Minuten im Schnitt. Der Discovery Call dauert meistens eine halbe Stunde oder eine Stunde. Ja, also im Schnitt 45, 50 Minuten. Ja, ist nochmal ein ganz anderer Umfang, ja, auch mit Teams und so weiter. Meistens vielleicht sogar mehrere Leute dabei, in der Regel 3 bis 5, ja, und so weiter. Und als nächstes kommt der Pitch Call. Ja, es gibt dann auch manchmal Situation, wo ich dann erlebt habe, beim Kunden von mir zum Beispiel, wo dann
sondern das hier ewig in die Länge gezogen wurde. Dann gab es einen Discovery Call, dann gab es nochmal einen Discovery Call, nochmal einen Discovery Call, nochmal einen Discovery Call. Es gibt nichts, was ich hier nicht in einer Stunde abklären könnte. Prinzipiell, das ist das Problem, haben wir prinzipiell eine Lösung dafür, ja oder nein? Und dann geht es weiter in die Produktdemo. Produktdemo ist meistens nochmal kostenlos, ja, um den halt zu ködern. Aber wenn ich so mal noch gar nicht produktbezogen jetzt unterwegs bin, sondern einfach nur problemlösungsbezogen, was meiner Meinung nach viel, viel gescheiter ist, viel stärker nachgefragt im Markt aktuell, dann geht es eben weiter in Workshops. Dann geht es weiter in Workshops. Ja, ganz klar. Wir wissen jetzt genau, was das Problem ist. Wir wissen ganz genau, wir können die Lösung bieten. Also, was steht dir denn jetzt im bezahlten Workshop noch im Wege? Gar nichts. Ja? Nicht ewig noch rumeiern. Und wenn jetzt der Kunde anfängt, ewig rumzueiern, dann wissen wir an der Stelle, okay, der Kunde genießt für uns eine niedrigere Priorität, als wir eigentlich dachten. Punkt. Und wir kümmern uns um andere. Wir haben ja mehrere, wir haben ja viele dieser Kunden, wo wir gerade entweder in hier oder hier oder hier, in welchem Prozess auch immer, gerade uns befinden. Ja, Dutzende. Ja. Das heißt, wir priorisieren natürlich dann nochmal innerhalb der Pipeline, welcher Kunde ist gerade der wichtigere. Ganz klar. Okay, ich hoffe, das Video ist klar. Wenn nicht, nochmal zurück, nochmal anschauen, stoppen, kommentieren, was auch immer. Und dann sehen wir uns im nächsten Video. Von ganzem Herzen, dein Thomas Klein. Happy Hunting. Bye, bye.